So, hallo meine Lieben, guten Morgen. Wir schauen heute auf den 29.10. eine neue Tagesenergie und ich hoffe, wir bekommen das jetzt irgendwie so hin. Ne, ich habe nämlich gerade nicht genug Licht. Deswegen, ich kann auch das Handylicht nicht anmachen, der Akku ist auch fast leer. Und genau, na gut, wir müssen das jetzt erstmal so hinkriegen, damit ich euch schnell eine Legung reinbekomme, weil meine Tochter kriegt schon wieder den nächsten Infekt, ey. Das ist schon wieder ein Hin und Her hier. So, also jetzt. Erstmal fragen wir jetzt mit dem schamanischen Traumorakel, was denn heute am 29.10. auf dich hier zukommt. Und ich bedanke mich auch hier nochmal für eure lieben Kommentare, Likes und natürlich auch für die Genesungswünsche. Na? Und hoffe, dass es endlich mal wieder in Richtung Gesundheit zugeht. So, also, was kommt denn heute noch auf das Kollektiv den 29.10. zu? Was erwartet das Kollektiv heute? Wir haben hier einmal den Gesang der Wale. Du wirst definitiv heute mit irgendetwas in Resonanz gehen. Es wird sich anfühlen, wie wenn man hier in Resonanz mit einer Angelegenheit ist. Und wir haben den Überfluss, die Fülle. Ne? Also du gehst in Resonanz mit der Fülle. Also hier kommt heute in irgendeiner Sache Fülle auf dich zu. Ich hoffe mal nicht, dass hier irgendwie so ein Monsun kommt, also so eine Überschwemmung oder irgendwie sowas, weil das könnte ja auch sein. Aber ich kriege da so einen positiven rein. Du gehst heute mit irgendetwas in Resonanz und das bringt dir die absolute Fülle. Na? So, was zeigt sich denn heute noch am 29.10. für dich? Oh, wir haben auch so einen kleinen Herzschmerz. Ne? Also wir haben ja einen Kummer, wir haben einen Herzschmerz. Wir sehen hier, es geht darum, dass man hier wirklich versucht, etwas stabil zu machen. Hier ist die Chance auf die Liebe da, die Chance auf schöne Gefühle. Man will das umsetzen und wir haben heute auch noch eine Chance auf Kommunikation. Wir hatten gestern schon die Kommunikation mit drinne. Was ist das hier für drei der Schwerter? Okay, es geht hier um eine Entscheidung in der Liebe, um eine Unentschlossenheit. Vielleicht ist man unentschlossen oder es ist jemand unentschlossen. Man hat hier einen bestimmten Liebeskummer, was ich hier sehe. Entweder ist das hier generell ein Liebeskummer, ein anderer Kummer oder wirklich so ein Herzschmerz, ne? Und es geht hier um eine Seelenliebe, wie ich hier sehe. Und da ist man hier irgendwie unentschlossen und möchte eine Entscheidung treffen. Entweder trifft diese Entscheidung jemand oder du möchtest die Entscheidung treffen. Man ist nämlich heute in so einer Stimmung, etwas umzusetzen, die Chance auf die Liebe umzusetzen, die Chance auf Kommunikation umzusetzen. Und das würde man auch gerne tun. Na, man würde heute gerne hier den Stab in die Hand nehmen und einfach mal vorwärts gehen, Neuanfang haben, hier neue Schritte wagen in dieser Situation und endlich mal eine Entscheidung zur Erneuerung treffen. Na, also du hast heute hier wirklich zwei Chancen mit dabei. So, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen hier auch so. Na, vielleicht geht es deinem Gegenüber genauso wie dir gerade. Und wenn es hier eine berufliche Situation ist, dann möchte man ja auch etwas umsetzen, weil hier versucht man wieder etwas auszugleichen, was so ein bisschen außer Rand und Band geraten ist. Vielleicht war da auch irgendwie ein Kummer im beruflichen oder könnte noch kommen. Und du versuchst hier wirklich eine Entscheidung diesbezüglich zu treffen und auf dein Herz zu hören. Ne, und dann setzt man hier um. Eine Chance auf Finanzen, eine Chance auf Kommunikation, Klarheit reinzubekommen, schöne Gefühle reinzubekommen, ne, dass es hier einen wirklich gut geht. So, was zeigt sich heute noch am 29.10.? Da haben wir die Schlange, den Turm. Der Reiter, der kam ja richtig schnell hier rausgeschossen. Und wir haben auf den Reiter das Herz. Ja, also hier kommt, macht heute jemand eine Aktion in deine Richtung mit Liebe. Ne, was ist hier mit der Schlange und dem Turm? Okay. Also da können wir hier sehen, es kommt heute definitiv ein Dokument in dein Haus, eine Kommunikation, ein Schriftstück von einem Gegenüber. Und dieser Mensch möchte etwas klären mit dir. Ne? Der hat nämlich eine riesen Anziehungskraft zu dir. Er möchte Frieden haben. Vielleicht hattet ihr Streit und möchte dir diesen Streit in etwas Friedliches wieder reinbringen. Und was ich hier sehe, entweder wird heute etwas mit einer Schlange beendet.
Die Schlange, die kann eine Verstrickung sein, die kann eine Komplikation sein, die kann etwas sein, was nicht so schön war. Ne, man isoliert sich hier von der ganzen Sache, man möchte hier dieses Schwierige möchte man jetzt beenden und hält hier, das kann hier wirklich in der Freundschaft sein, vielleicht trennt sich auch ein Freund irgendwie von jemandem, ne? Das kann ja auch sein. Oder man hält hier wirklich an einer Trennung mit jemandem fest oder an dieser komplizierten Situation hält man hier fest, ne? Sich davon abzutrennen. Und dann kommt man hier wirklich mit so einem Karacho, weil der Reiter, der ist hier wirklich rausgefallen mit einer, also mit einem übelsten Karacho, möchte man hier gerne auf dich zukommen mit Liebe, mit Romanze, mit Liebe, ne, in deine Richtung. Also hier möchte heute jemand mit Liebe in deine Richtung kommen. Und all das, was hier irgendwie so, ja, nicht so schön war, beenden. Ja, man möchte jetzt hier wieder loyal auf dich zukommen, man möchte jetzt wieder treu auf dich zukommen. Das hier soll definitiv rauskommen. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass es hier jemanden gibt, der sagt, erst muss sich derjenige hier von dieser anderen Person trennen. Ne? Ich halte hier an der Sache fest und dann kann ich aber erst auf diesen Menschen zugehen mit Liebe. Ne? Dann kann ich erstmal hier in eine Kommunikation kommen und sagen diesem Mensch, was weiß ich, dass ich diesen Menschen liebe oder sowas. Ne? Auch das kann hier sein. Ja, sehr, sehr interessant. Na, genau, ja, das ist heute so die Tagesenergie, also du könntest heute hier eine Nachricht bekommen von jemandem, was dir hier eine Chance auf Liebe bringt, eine Chance auf Kommunikation, diesen Kummer endlich mal hier wegzubekommen. Und arbeitstechnisch kann es ja auch sein, dass du eine Kommunikation von jemandem bekommst. Ne? Jemand möchte dich sehen, jemand möchte mit dir etwas klären. Es kann auch hier im Beruflichen eine Situation sein oder mit einer Behörde, ne? Dass man hier an die, dass man das hier raushaben möchte, dieses Komplizierte, und dass man dann hier seinen Herzensweg gehen kann. Ne? Also hier kann schon eine herzliche Kommunikation hier auf dich zukommen heute. Ja. Das ist doch schon mal eine schöne Energie, wie ich finde. So, und dann fragen wir mal, was die Runenwürfel hier noch sagen. Und die sagen, lass es wirklich fließen. Komm hier wirklich mit der Lagus in den Fluss. Na, es geht hier um Handlung, das in den Fluss reinzubringen. Dann haben wir die Perfru mit der Chance. Wenn hier ein Stillstand jetzt da ist bei dir, dann wird auf jeden Fall jetzt eine Chance für dich geboten. Und wir haben die Gebo. Es geht hier um Geben und Nehmen, ne? Um wirklich im Balance zu sein, um in seiner Mitte zu sein. Und ja, also da finde ich heute, ist das wirklich eine richtig schöne Energie. Und weil es so gut heute um die Liebe geht, auch mit im Überfluss, dann fragen wir mal, was möchte dir dieser Mensch noch sagen? Dieser Mensch sagt dir, willst du mich treffen? Und dieser Mensch sagt dir, durch dich weiß ich, was Liebe ist. Na, also hier will dich jemand sehen. Und auch hier, lass uns was zusammen unternehmen. Ja, also das ist heute eine Liebesbotschaft für den einen oder anderen. Da kommt Kommunikation, wer hier darauf wartet. Und das wünsche ich natürlich den ganzen gesamten Kollektiv. Und damit verabschiede ich mich heute. Und ich schaue mal für die Mitglieder, tue ich vielleicht noch was rein heute für... ja, also für meine direkten Kanalmitglieder, ne, die da hier auch bezahlen, das Abo. Und ansonsten muss ich mal gucken, ne, ob ich heute noch irgendwas Kleines für euch reingeben kann oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es so, ne, dann kommt es halt wieder, wenn hier alles wieder über dem Berg ist. So, also ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Dienstag, meine Lieben. Ciao.